Hallo meine lieben Zuseher und ein besonderes Hallo an meine 23 Abonnenten zum Teil 7 meiner Serie Work in Progress. Seit dem letzten Video habe ich tatsächlich einen Abonnenten dazu gewonnen. Wie im letzten Video schon erwähnt, hier zeige ich den modifizierten Schneckenförderer. Im Bild sieht man ihn hier in der Mitte. Sehen wir ihn uns von allen Seiten an. Von vorne, von links, von rechts und von hinten. Und um ein wenig mehr ins Detail zu gehen, das hier ist der Antriebsstrang. Wenn die gesamte Bahn fertig ist, dann kommt ein übergreifender Antriebsstrang für alle Einzelteile. Das hier sind die 6 einzelnen Förderschnecken. Vorher waren es nur 4 und das war zu wenig. Deshalb musste ich diesen Bauteil umgestalten und deshalb gibt es auch dieses Video. Mehr Details dazu könnt ihr in meinem letzten Video erfahren. Nochmals der Antrieb für die Förderschnecken. Die Achsen sind direkt mit den Zahnrädern verbunden und drehen sich jeweils in entgegengesetzter Richtung. Und hier ein Blick auf den asymmetrischen Auswurf. 3 der Förderschnecken fördern direkt zum nächsten Teil, die 4. und die 5. jeweils nach Menge der Murmeln zwischen Auswurf und Rücklauf und die 6. fördert nur in den Rücklauf. Jetzt zum Lasttest mit 1000 Murmeln. Ich lasse es einfach mal laufen und melde mich dann gleich wieder.
während das Video im Hintergrund läuft, ein klein bisschen Statistisches. Blender berichtet mir über dieses Bauteil Folgendes, jetzt ohne den 1000 Murmeln. Wir haben 347.791 Vertices, wir haben 340.612 Faces, 485 Einzelobjekte. Das Baking mit den 1000 Murmeln, das ging rasch, das war in ein bisschen weniger als 2 Stunden erledigt. Die Animation dauert 9600 Frames mit jeweils 48 Samples bei 30 Frames pro Sekunde. Es sind 5 Kameras positioniert und für jede Kamera wurde die gesamte Animation gerendert. Dazu kam noch das Denoising und ein wenig Compositing. Das dauerte ein wenig länger, nämlich insgesamt 119 Stunden auf meinen beiden Ryzen 7 Maschinen. So meine Lieben, das war Teil 7 meiner Serie Work in Progress. Hoffentlich schaffe ich es wirklich, dass ich in einer Woche das nächste Video mit dem Scheibenheber fertig habe, denn ich sehe jetzt schon, das könnte knapp werden. Bitte gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da, gebt mir ein Abo. Das hilft mir wirklich beim Aufbau meines Kanals und ihr könnt so noch mehr animierte Murmeln sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder je nachdem halt. Ciao.